In Neumünster gibt es insgesamt 12 politische Ausschüsse. 6 davon treffen sich regelmäßig, um Themen für die Ratsversammlungen vorzuberaten. In einigen Fällen sind Ausschüsse auch bereits endgültig entscheidende Stellen. Der Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz wird von Gerhard Lassen, CDU, geleitet. In dem Ausschuss werden alle Themen, die sich mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz beschäftigen, behandelt. Der Planungs- und Umweltausschuss, dessen Leitung Thomas Krampfer, Bündnis 90 Die Grünen, innehat, behandelt alle städteplanerischen und alle Umweltthemen, zum Beispiel wenn es um Neubaugebiete oder um Grüngürtel in Neumünster geht. Vorsitzende des Bau- und Vergabeausschusses ist Helga Büse, CDU. In diesem Ausschuss stehen alle Bauthemen auf der Tagesordnung. Wenn es um Vergaben geht, tagen die Mitglieder oft nicht öffentlich. Der Jugendhilfeausschuss ist der mitgliederstärkste Ausschuss der Ratsversammlung Neumünster. Vorsitzende ist Urte Kringel, Bündnis 90 Die Grünen. In diesem Ausschuss geht es um alle Dinge, die Familien, Kinder und Jugendliche in Neumünster betreffen. Um die Finanzen und die Rechnungsprüfung kümmert sich der gleichnamige Ausschuss, den Andreas Kluckhuhn, SPD, leitet. Finanz- und Grundstücksangelegenheiten sowie alle Rechnungsprüfung betreffenden Themen werden hier behandelt. Der Hauptausschuss ist das wichtigste leitende Gremium der Ratsversammlung. Er bestimmt die Tagesordnung und setzt Themen fest oder ab. Der Hauptausschuss wird von Gerd Kühl, CDU, geleitet. Der Hauptausschuss tagt in der Regel als letzter vor der Ratsversammlung.